Hi, Pikachu. Pikachu. Wir nehmen die Maße. Ein Arztkostüm. Zeichne die Zoe nach. Modische Crocs. Lass uns eine Brille ausleihen. Weißes Schaumgummi. Ein rotes Kreuz. Süßer Hut. Hello. Dr. Tom ist auch verkleidet. Das ist ein tolles Team. Angela geht spazieren. Wer ist denn da? Komm zu mir. Wo bist du? Oh, da ist ein süßer Hund. Braver Hund. Andere Tiere sind auch zu ihr gekommen. Ich möchte euch allen so gerne helfen. Angela wurde erwachsen und erfüllte sich ihren Traum. Wir fangen an, nach Patienten zu suchen. Im Wald gibt es eine große Lichtung mit Beeren. Pikachu! Pikachu! Wow, lecker! Mir geht's nicht gut. Ich hätte nicht so viel essen sollen. Wir werden die Ohren und den Kopf des Kleinen neu bemalen. Zieh den Overall an. Füge Träger hinzu. Rote Knöpfe. Und eine Tasche. Pika, Pika. Oh, Pikachu schläft noch. Wach auf, Pikachu. Oh, ich fühle mich nicht so gut. Du bist ganz blau geworden. Ich bring dich ins Krankenhaus. Rette meinen Freund. Wir kümmern uns sofort um ihn. Angela, hilf mir. Ich bin hier, der Arme. Angela untersucht Pikachu. Eine kleine Spritze wird helfen. Es tut nicht weh. Hier ist das Rezept. Befolge die Anweisungen und du wirst gesund. Pikachu? Du brauchst einen Messlöffel. Grundiere ihn. Male ihn an. So hell. Grüner Schaumgummi. Eine Mütze. Ein Kerzenständer. Und ein paar Modellierwerkzeuge aus Fimo. Zeichne eine Linie. Verbinde es. Schöne Mütze. Tom vertritt heute einen Freund. Ich bin so nervös. Du Armer, was ist passiert? Ich möchte nach Hause zu meinen Kindern. Aber ich kann nicht fliegen. Was ist denn los? Er will fliegen, kann aber nicht. Verstehe. Ein Propellerhut wird das Problem lösen. Bye. Danke, Doktor. Der Pinguin ist endlich wieder mit seinen Kindern vereint. Die Pinguinfamilie ist glücklich. Nimm einen Farbbehälter. Streiche ihn weiß an. Dann Gold. Klebe einen Aufkleber darauf und ein Stück Schaumgummi. Wähle Zubehör aus. Verbinde die Teile. Eine hervorragende Zahnspange. Ein fleißiger Biber baut einen Damm. Er hat viel zu tun. Autsch, meine Zähne sind schief. Ist das die Klinik von Tom und Angela? Ja, bin schon unterwegs. Mal sehen. Du hast wohl an Holz genagt, oder? Ich habe eine Lösung für dich. Eine goldene Zahnspange. Putz dir jeden Tag die Zähne. Hier hast du eine Luxuspaste und eine Zahnbürste. Jetzt wird der Biber seine Zähne pflegen. Oh, ein Selfie-Stick. Entferne den Griff. Thank you. Wicke ihn in silbernen Stoff. Bedecke den Rand mit Schaumgummi. Schneide Styropor zurecht. Welche Pappe nehmen wir? Diese. Verziere sie mit einem Band. Wir brauchen auch ein Logo. Das Röntgengerät ist fertig. Ein Drache kam, um Angela zu sehen. Ich kann kein Feuer mehr speien. Eine Untersuchung ist notwendig. Angela hört den Patienten ab. Wir müssen ein Röntgenbild machen.
Es kann losgehen. Angela schaut sich das Bild an. Alles ist in Ordnung. Du hast einen Apfel im Hals. Und das Halsband schnürt dir den Hals ab. Hier ist ein Röntgenbild. Zur Erinnerung. Nimm eine Seifenschale. Male sie grün an. Zerkleinere die Baumrinde. Lege die Stücke in die Form. Benutze braune Farbe. Ein Spa! Das Schweinchen möchte als nächstes an die Reihe kommen. Der nächste bitte. Endlich! Komm rein! Es ist so toll hier! Mach's dir bequem. Der Arzt kommt mit einem Eimer Schlamm zurück. Ah, wunderbar. Der Arzt ist sehr fleißig. Das Schweinchen ist begeistert von dem Schlammbad. Es ist sehr zufrieden mit der Spa-Behandlung. Du brauchst ein Stück Plastik. Zeichne eine Skizze. Zeichne es auf Plastik nach. Nimm einen Klettverschluss. Klebe ihn auf das Plastik. Ein Halsband, das ist notwendig. Damit kann sich das Haustier nicht verletzen. Der Arbeitstag in der Tierklinik geht weiter. Was ist passiert? Ich bin mit meinem Hund hier. Ich werde ihn untersuchen. Was hat er? Er kratzt sich ständig. Wir müssen ein MRT machen. Der Hund wurde mit dem Gerät gescannt. Das habe ich mir gedacht. Er hat Flöhe. Angela behandelt den Hund mit einem speziellen Pulver. Und mit dem Halsband wird sich das Tier nicht mehr kratzen können. Es wird keine Flöhe mehr geben. Der Hund wird sich schnell erholen. Du brauchst ein quadratisches Stück Pappe. Zeichne Details. Schneide es mit der Schere aus. Trockne es. Stelle Gläser aus transparentem Papier her. Bringe die Bügel an. Sieht toll aus. Die Gans möchte den Eiffelturm zeichnen. Ich brauche einen Augenarzt. Hello. Hello. Angela untersucht ihr Sehvermögen. Ich kann nichts sehen. Die Ärztin wählt eine Brille aus. Versuch es noch einmal. Oh, danke. Die Gans kehrt zur Staffelei zurück. Dieses Mal wird es klappen. Die Brille rettete das Talent des Künstlers. Eine großartige Zeichnung. Jemand muss sich die Zähne putzen. Schneide den Griff ab. Male das Stück rosa an. Nimm Aufkleber und erstelle einen Griff. Du brauchst einen Heißklebestick. Kreiere eine Sprühflasche. Male mit einem Pinsel. Bringe ein Etikett an. Ein tolles Haarset. In Angelas und Toms Tierklinik gibt es einen neuen Patienten. Pegasus, meine Mähne ist ganz verheddert. Und sogar der Schweif. Keine Sorge, wir kriegen das schon hin. Bist es durch? Toll, danke. In Toms und Angelas Tierklinik gibt es für jedes Problem eine Lösung. Du brauchst einen Deckel. Schneide ihn durch. Er hat Farbe bekommen. Du brauchst auch Strohhalme. Nimm ein paar. Schneide sie in Stücke. Baue die Struktur zusammen. Wähle Perlenräder. Klebe die Halbperlen an. Befestige den Deckel. Schneide den Rand des Zahnstochers ab. Leihe dir einen kleinen Umhang vom Schweinchen aus. Ein kleiner Bildschirm. Der Operationstisch ist fertig. Ein Mädchen brachte eine Katze in die Klinik. Sie ist krank. Ich untersuche dein Haustier. Oh, sie ist schwanger. Mit 5 Kätzchen. Ich stelle die Trennwand auf. Wir müssen die Babys zur Welt bringen. Das erste Kätzchen. Süß.
Tom brachte die Mutterkatze zu den Kätzchen. Wo ist mein Kätzchen? Oh, es gibt so viele von ihnen. Jetzt hat das Mädchen 6 Haustiere. Nimm eine Kiste. Wir haben einen Rahmen gemacht. Das Kartonblatt ist in kleine Teile zerbrochen. Klebe Bienenwaben darauf. Wir haben ein schönes Mosaik gemacht. An der Seite befinden sich Aufkleber mit niedlichen Tieren. Das sind Wegweiser. Ein Logo mit einer Tatze ziert den Ständer. Hier ist das Empfangstelefon. In der Nähe gibt es eine Tafel mit Aufklebern. Olaf begrüßt jeden Besucher der Klinik. Willkommen! Die Schicht des Schneemanns ist zu ruhig. Es ist niemand an der Rezeption. Wie vertreibe ich mir die Zeit? Ich kümmere mich um die Vitamine. Oh, ich will schlafen. Hey, Schlafmütze, steh auf. Du arbeitest doch. Hey. Steh auf, steh auf. Was, wo bin ich? Ah, es ist zu dunkel, ich bin blind geworden. Hilfe! Howie. Na, beruhige dich. Nimm die Maske ab. Oh, ich kann wieder sehen. Hallo, Elsa. Geh zurück hinter die Empfangstheke, es ist Zeit, den Kunden zu helfen. Kommt rein. Wow. Leere ein Fläschchen Glitzer aus. Zerbrich es in 2 Hälften. Ups, die Bälle wurden verschüttet. Der Staubsaugerroboter hat aufgeräumt. Trage Farben auf. Schicht um Schicht. Wir brauchen nur noch Etiketten. Die Regenbogenvitamine helfen, die Energie wiederherzustellen und deine Stimmung zu verbessern. Erschrocken rannte Rapunzel mit ihrem Haustier in die Klinik. Elsa! Hilfe! Pascal hat aufgehört, die Farbe zu wechseln. Hallo! Oh, das ist ein komplizierter Fall. Schon gut, wir bekommen ihn schon wieder hin. Du musst dich entspannen. Bitte nimm eine Gurkenmaske. Das ist schon viel besser. Lass uns einen Blick auf den Patienten werfen. Ich muss ein Röntgenbild machen. Ein Vergrößerungsglas reicht nicht aus. Mal sehen. Alles ist klar. Er hat keine Farbe mehr. Olaf, gib uns die Regenbogenvitamine. Sobald das Chamäleon ein paar Regenbogentabletten genommen hatte, bekam es seine Farben zurück. Juhu, es hat geklappt. Yay. Wow, so leuchtend. Pascal ist gesund. Nimm Vitamine. Das wird dir helfen, bunt zu bleiben. Nimm Modelliermasse. Mische verschiedene Farben. Mache eine Kugel. Forme das Gesicht. Wow, die Augen sind so leuchtend. Wir haben ein paar Bommeln. Wähle die schönsten für den Körper aus. Eine Regenbogenfledermaus. Schau dir das an. Wir haben Flügel aus Filz gemacht. Jetzt müssen wir sie verstärken. Ja, ich kann fliegen. Sie wird die Welt erkunden. Ich hätte die Wettervorhersage überprüfen sollen. Es ist so sonnig und heiß. Ah, unser Vampir verwandelte sich in eine Fledermaus. Mavis flog durch den Himmel. Plötzlich stieß sie mit einer seltsamen Regenbogenwolke zusammen. Ah, wogegen bin ich denn da gestoßen? Sie veränderte ihre Farben. Oh, was war das für ein komisches Gefühl? Ich sollte in ein Krankenhaus gehen. Nimm Glasfläschchen. Ein rosanes Elixier, ein orangenes und ein grünes. Füll die Fläschchen. Die Tränke tropfen in den Flaschenhals. Stecke die Medizin auf die Spulen. Verbinde die Röhrchen mit einem Draht. Du kannst jede Medizin im Labor herstellen. Sieht so aus, als ob es hier ist. Mavis setzte sich und wartete auf den Arzt. Ah, du siehst anders aus. Oh. Mein Kollege wird dir helfen. Olaf, sieh dir den Patienten an. Es ist ernst, aber heilbar. Ich weiß, was dir helfen kann. Der Schneemann brachte einen magischen Destillierapparat. Bist du bereit? Fangen wir an. Aus dem Rauch erschienen Röhren mit Elixier. Trink einfach diesen weißen Trank. Ups, die Fledermaus verwandelte sich in einen Schneemann. Ah, was ist nur mit mir los?
Mach dir keine Sorgen, das ist nur ein Nebeneffekt. Trink den schwarzen Trank. Hier, dann bist du wieder normal. Juhu, ich bin wieder ich selbst. Aber ich mochte es irgendwie, Regenbogen zu sein. Oh, wirklich? Wir können es jederzeit zurückholen. Wow, cool. Ich komme wieder, wenn ich meinen Look ändern will. Bye-bye. Zerknülle ein Stück Alufolie. Füge Zahnstocher hinzu. Bedecke das Stück. Schnipp. Unter dem Hut erschienen Augen. Der süße Flounder schaute sich die Welt an. Der Fisch hat lustige Farben. Male die Stacheln blau an. Flounder, lass uns eintauchen. Ariel sammelt menschliche Dinge. Schau dir ihre Sammlung an. Wow. Hier ist sie. Sie bürstet ihr Haar mit einer Gabel. Ariel, ich habe ein Problem. Ich bin gerade geschwommen und habe mich um meine Angelegenheiten gekümmert, als mich plötzlich ein Kugelfisch gestochen hat. Oh, das kommt vor. Mach dir keine Sorgen. Komm her. Autsch! Wow, das sieht schlimm aus. Ich muss dir eine Spritze geben. Ich hatte irgendwo eine Spritze. Eine Spritze? Oh nein! Der verängstigte Fisch versteckte sich vor der Nadel. Aua, Flounder, komm raus, es tut gar nicht weh. Wo bist du? Ach so, beruhige dich, keine Spritzen. Atme tiefer. Hallo, Tierklinik? Können Sie mir einen Termin geben? In dem Behälter sind leckere Kekse. Hm, nyam, 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 nyam. Wir werden die Schachtel brauchen. Befestige einen Strohhalm. Bedecke den Boden mit Seegras. Füge Korallen hinzu. Perlen sind eine gute Idee. Dekoriere die Seiten mit Pailletten. Fülle den Whirlpool mit Wasser. Die Luft strömt durch einen Strohhalm. Der Jacuzzi bietet den Patienten sowohl eine Stickstofftherapie als auch Entspannung. Halte durch, Kumpel, alles wird wieder gut. Also, wo ist unser Patient? Wir werden ihn auf einer Trage transportieren. Oh, was soll denn jetzt passieren? Wir haben noch nie Fische behandelt. Oh. Was sollen wir tun? Baby, du bist ganz schön gestresst. Ein Aquarium-Whirlpool wird dir helfen, dich zu entspannen. Elsa setzte Flunder ins Wasser. Die Blasen sind so schön. Oh, das fühlt sich gut an. Er hat sich erholt. Ja! Ich fühle mich viel besser. Ein weiterer gesunder Patient machte die Klinik glücklich. Wow. Im Korb befinden sich Spieße. Setze sie in den Ecken ein. Verziere sie mit Rüschen. Der Hund hat die Farbe gewechselt. Das weiße Fell ist mit Flecken übersät. Jetzt haben wir süße Dalmatiner. Die Hundetherapie ist wirklich erstaunlich. Hallo Doktor, mein Kwami hat alle seine Punkte verloren. Er kann überhaupt nicht mehr fliegen. Mal sehen, naja. Ah, das liegt alles am Stress. Das kann man mit einer Dalmatiner-Therapie beheben. Wo ist er denn? Habe ich den Hund verloren? Oh, ich habe ihn gefunden. Tiki, setz dich zu unseren fleckigen Freunden. Die Hunde begrüßten Tiki ausgiebig. Wow, der Kwami hat seine Flecken wieder. Tolles Ergebnis. Tiki, komm her. Du bist gesund. Danke, Doktor. Bye. Interessante Methode, die muss ich auch mal ausprobieren. Olaf hat sich mit Dalmatinern umgeben. Jetzt ist er ein fleckiger Schneemann. Erstaunlich. Wow. Mache eine Fellbürste. Ein Hund hat seinen Pfotenabdruck hinterlassen. Bedecke die Pfote mit Filz. Sichere die Borsten. Dekoriere die Fellbürste mit einem Pfotenabdruck. Am Ende des Griffs befindet sich eine flauschige Bommel. Verabschiede dich von überflüssigem Fell. Na, wer ist der Nächste? Oh mein, was ist los? Ich verliere mein Fell. Werde ich kahl? Oh. Folge mir. Wir müssen das untersuchen. Tut es weh? Überhaupt nicht. Es ist alles in Ordnung. Fellabwurf ist kein Grund zur Sorge. Können wir das reparieren? Natürlich. Wir müssen dich gut bürsten. Elsa nahm eine Bürste. Oh, da ist so viel Fell.
Darauf war ich nicht gefasst. Au! Alles ist in Ordnung. Es wird im Winter nachwachsen. Was ist, wenn es nicht nachwächst? Da ist zu viel Fell auf dem Boden. Mai, ich weiß, wie ich dich aufheitern kann. Was hast du vor? Das wirst du gleich sehen. Olaf hat ein Stück Fell mitgebracht. Ein Schöpfer bei der Arbeit. Lege es auf den Schwamm. Forme einen Kopf. Der Panda bekam einen Körper und Pfoten. Hast du Angst? Ich habe die Augen mitgebracht. Füge eine Nase hinzu. Was für ein süßer Kerl. Elsa hat den Panda auf der Couch beruhigt. Mädchen, ich bin zurückgekommen und ich habe jemanden mitgebracht. Wow, ist das ein Mini-Ich? Mai liebt es. Joy brachte ihr früheres Aussehen zurück. Wir freuen uns, dass es dir besser geht. Der Panda ist toll. Olaf, du bist ein Genie. In der Box befindet sich eine Mini-Box. Male sie von innen an. Zeichne ein rotes Kreuzsymbol auf den Deckel. Fülle den Behälter mit Modelliermasse. Oh, leckere Eiscreme mit Eiswürfeln. Bestreue den Snack mit Glitzer. Erste Hilfe für Naschkatzen. Hatschi! Oh, hast du dich erkältet? Hatschi! Das arme Ding liest Flammen. Er hat sogar den Stuhl in Brand gesteckt. Ah, Feuer! Olaf, komm hierher! Ich lösche es. Der Schneemann hat es geschafft. Danke, Kumpel. Oh, du Armer. Wir müssen deine Temperatur messen. Mal sehen. Oh, du brennst ja. Aber mach dir keine Sorgen. Ich habe die beste Medizin. Elsa fütterte ihn mit Eiscreme. Das Baby fühlte sich besser. Das funktioniert immer. Super, Doc. Bist du das? Das nenne ich mal Tempo. Lasst uns die Farbe unseres Hundes ändern. Mache die Schnauze mit Hilfe von Gips breiter. Lasst uns die Augen malen. Lasst uns ein Halsband aus Pappe basteln. Vergiss nicht, das Superheldenzeichen hinzuzufügen. Oh, das hätten wir fast vergessen. Der Samtmantel mit dem Superhundzeichen. Stelle eine Brille aus Draht und Gläsern her. Krypto, bereit zur Rettung. Was ist denn da los? Es ist eine Schande, die Schwachen zu quälen. Hört auf damit. Ich werde dich retten. Danke, Krypto. Doktor, untersuchen Sie ihn bitte. Er hat heute eine schwere Zeit hinter sich. Folgen Sie mir bitte. Es ist alles in Ordnung. Er ist kerngesund. Danke, Frau Doktor. Danke, Krypto. Zeit für Wonder Woman. Wow. Jetzt lasst uns die Farbe verteilen. Maskenbildnerin an die Arbeit. Lasst uns die Haare hinzufügen. Sie müssen noch ein bisschen zurechtgestutzt werden. So viel besser. Lasst uns zum Outfit kommen. Füge einen Gürtel hinzu. Schmücke das Oberteil des Outfits mit einem goldenen Kragen. Wow. Mache ein Lasso aus einem Seil. Wonder Woman ist bereit für Action. Ja. Ich wünschte, ich könnte wie Wonder Woman sein. Oder vielleicht ist meine Superkraft das Essen von Süßigkeiten? Wie gehen diese blöden Türen auf? Lecker. Ich probiere nur ein Stück. Ups. Oh. Hi. Wie bist du denn in diese Situation geraten? Ich war gerade auf der Suche nach meiner Superkraft. Und dann ist alles im Nebel. Lass uns dich hier rausholen. Ich suche schon lange nach einem Helfer. Willst du mein Partner sein? Natürlich. Ja. Dann ist das hier für dich. Ich bin ein Superschwein. Ja! Das ist der schönste Tag meines Lebens. Oh, es flackert schon wieder.
Mache ein Eichhörnchen-Gesicht. Dementor so. Eine magische Palette. Male unseren Superanzug. Schneide Ohren aus Filz aus. Lockere sie ein wenig auf. Der flauschige Pferdeschwanz ist fertig. Green Lantern, Eichhörnchen, zu deinen Diensten. Es sind so viele Besucher im Park. Aber niemand vermutet, dass hier ein echter Superheld lebt. Warum ist es heute so langweilig? Ich brauche etwas Spaß. Oh, ist dieser Strauß für mich? Wahrscheinlich ja. Dieses Karussell ist langweilig. Und was ist, wenn ich etwas herumalbere? Was ist hier los? Oh, wer ist das? Ich bin's, Green Lantern. Ich habe heute nichts zu tun, also habe ich beschlossen, ein bisschen Spaß zu haben. Sag deinem Friseur, dass er überhaupt keinen Geschmack hat. So ist es schon viel besser. Also gut, ich muss los. Ohne mich wird's hier nicht langweilig. Wer ist diese Madame? Hello. Wir müssen die Form der Augen ein wenig verändern. Male Augen. Setze die Augenbrauen auf. Setze eine Perückenmütze auf. Die stylische Frisur ist fertig. Oh. Interessante Ohrringe. Es ist an der Zeit, einen Anzug zu machen. Diese Hose ist genau richtig. Jetzt das Hemd. Lasst uns einen Kragen und eine Krawatte hinzufügen. Was hat sich Lexa dieses Mal wieder einfallen lassen? Meine Skizzen sind fertig. Nur noch ein bisschen mehr und ich werde einen besseren Superanzug haben. Ich werde unaufhaltsam sein. Was war das? Hi. Ich glaube, du solltest die neuesten Nachrichten lesen. Oh, thank you. Bye. Was? Das ist Krypto, ein echter Held. Ich werde das nicht so stehen lassen. So viel Material. Grünes Schaumpapier, das ist genau das, was wir brauchen. Baue alles zu einer Rüstung zusammen. Schultern, Ärmel. Und ein Logo. Der Lexo-Suit ist eine einzigartige Erfindung. Oh, er ist nicht in guten Händen. Diesmal kann mich niemand aufhalten. Ich habe alle Teile für den Exosuit gesammelt. Es bleibt noch, die Zeichnungen ein bisschen zu verfeinern. Hurra, fertig. Dieser fiese Hund wird mir diesmal nicht in die Quere kommen. Fügt alles wieder zusammen. Mal sehen, wie dir ein Katzenanzug steht. Was? Eine Katze? Ich werde mein Kostüm aus dem Gedächtnis kreieren. Jetzt werde ich bestimmt die Welt erobern. Du kannst alles aus Lego machen. Lasst uns eine Grundplatte für das Tonometer zusammenbauen. Zwei Perlen ergeben Adapter. Füge Draht hinzu und eine große Perle am Ende. Mache Manschetten aus einem Gummischlauch. Dieser Stressstein wird unser Hauptschalter sein. Hat jemand hohen Blutdruck? Oh, wo bin ich? In der Tierklinik. Langweilig. Ich muss hier alles in Ordnung bringen. Was ist das für ein Ding? Wie funktioniert es? Ah, warum drückt es so? Puh, was ist hier passiert? Schönen Tag noch. Wir brauchen eine Abdeckung. Schneide ein Rechteck aus Schaumpapier aus. Der Ladestecker ist eine interessante Lösung. Wickle ihn mit einem Band ein. Ein super Tierlogo. Füge Tasten hinzu. Das ist für dich. Die Waage wird uns das genaue Gewicht anzeigen.
Ich möchte meine Gesundheit überprüfen. Steig bitte auf die Waage, wir werden jetzt alles überprüfen. Aha, jetzt wollen wir dich auf dem Laufband testen. Was ist los, Doktor? Du musst dich besser um deine Gesundheit kümmern. Ist richtig. Ich werde ein paar Hotdogs essen. Hi. Puh, Phoebe, wir haben über Ernährung gesprochen. Mache ein Schwein aus Molyliamasse. Male es rosa an. Füge Augen hinzu. Oh, was für ein Fiesling. Buchstaben, Zahlen, ist das ein Name? Wie böse. Hi. Wer ist das? Jetzt wird auch noch eine Fledermaus bei uns wohnen. Warum fliegst du um mich herum? Ich muss dich zum Tierarzt bringen. Dein Meerschweinchen sieht sehr krank aus. Wo ist das Fell? Gib ihr einfach eine Spritze und wir sind wieder weg. Oh no. Es muss im Krankenhaus bleiben. Das ist lächerlich. Fliegende Lieferung. Stelle eine Batman-Figur aus Modelliermasse her. Male sie an. Fertig. Schatz, lass uns einen kleinen Spaziergang machen. Eigentlich bin ich ja auch noch hier. Krypto, geh aus dem Weg. Okay. So beautiful. Oh, du schon wieder. Versuch mal, dieses Spielzeug wiederzubringen. Ich kann alles schaffen. Komme mit Baum. Wow, komm zu mir. Beginnen wir mit dem Anfang. Zeichne Objekte in unterschiedlichen Größen. Schneide einen Holzstab aus. Klebe die Folie fest. So bleiben die Farben auf den Bildern erhalten. Es ist schon lange her, dass ich meine Karatekünste gezeigt habe. Jetzt wird es einen Meisterkurs geben. Autsch, meine Brille. Ich möchte eine neue Brille bekommen und meine Sehkraft überprüfen lassen. Kein Problem. Was siehst du hier? Wow, ich glaube, ich habe die Tafel ein bisschen verändert. Ist schon okay, deine Sehkraft ist definitiv in Ordnung. Ja, und die Brille ist intakt. Ich muss sie nur abwischen. Danke, Doktor. Auf Wiedersehen.